Damit haben wir das Schwerste auch schon hinter uns gebracht. Die freie Assoziation ist Pipi einfach und die Traumdeutung ist eigentlich mehr lustig als kompliziert. Wie funktioniert freie Assoziation? Da wird getestet, wie du auf Dinge in deinem Leben reagierst. Ich sag ein Wort und dann sagst oder tust du das Erste, was dir in den Sinn kommt. Samba tanzen? Das Alphabet hier sagen? So laut schreien, wie ich kann? Sowas in der Art? Interessant. Haben wir schon angefangen? Nein, aber jetzt geht's los. Bereit? Ist das das Wort? Nein, das Wort ist Steppenhexe. Ja, und jetzt müssen wir irgendetwas tun. Hier im Raum. Darf ich damit spielen? Nein, Triggerwort löst kindliche Impulse aus. Indikativ für Identitätsverschiebung. Jetzt das hier. Krone. Sagt einfach, was euch in den Sinn kommt. Krone. Und wie ihr euch erinnern könnt, stand bei diesem KPS-Formular, dass man aggressiv reagiert auf Zahnmedizin. Also? Wo? Nicht schießen! Patient reagiert gewalttätig! Den solltest du mal an Halloween sehen. Heftige Reaktion auf das Wort. Sehr interessant. Kamm. Ja, keine Ahnung. Das war noch witzig. Entspann dich. Wer sagt, dass ich nicht entspannt bin? Oh, ach so, freie Assoziation. Sorry. So, das war ja sehr aufschlussreich. Ja? Deine Antworten legen nahe, dass du auf Zahnmedizin ungewöhnlich heftig reagierst. Da solltest du ihn erstmal beim Proktologen sehen. Das könnte ein Symptom für das künstliche Persönlichkeitssyndrom sein. Das werde ich lieber mal auf deiner Karte vermerken. Du weist zwei der Symptome auf dieser Liste auf. Bin ich geisteskrank? Ich will dich nicht beunruhigen, aber vermutlich ja. Kriege ich deinen Hut, wenn sie dich einweisen? Sicher, Kleiner. So, und jetzt noch die Traumdeutung. Kannst du aus meinen grotesken, wirren Träumen tatsächlich Rückschlüsse ziehen? Aber ja, sie enthüllen dein Unterbewusstsein. Es ist, als ob du eine Zwiebel schälst. Ach du Schande. Jetzt entspann dich einfach und versuch, dich an deinen Traum zu erinnern. Okay, geht los. Meine Träume beginnen immer im Büro, aber diesmal war es anders. Ja, kann ich mir vorstellen. Erzähl mal, was geschah. So, an dieser Stelle werde ich allerdings mal kurz pausieren. Also dann, bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich musste mal kurz schauen, wie voll meine Platte ist, aber für eine halbe Stunde reicht's noch. Ja, also, der Traum. Wie ihr seht, sind wir in Sams Büro und hier können wir jetzt wunderbarerweise einige skurrile Sachen tun. Wie zum Beispiel... Ich bemerkte etwas Komisches an der Dartscheibe. Oh, etwas, auf das du schießen willst. Was war's denn? Es war ein Psychotherapie-Diplom. Interessant, du möchtest also insgeheim Therapeut werden? Nein, das möchte ich ganz offiziell. Ah, du Spaßvogel. Bitte versuch ernst zu bleiben. Wir können also hier in diesem Büro Dinge verändern und das wiederum sorgt dafür, dass Rückschlüsse gezogen werden. Auf unsere geheimen Wünsche. Wie ihr euch vielleicht erinnert, war der geheime Wunsch, der nötig ist, um dieses Formular fertig zu bekommen, dass man die eigene Mutter heiratet, aber dazu kommen wir erst noch zum Schluss. Ich will euch erst noch einiges zeigen. Ich bemerkte etwas Sonderbares an meiner Topfpflanze. Ja, die Pflanze repräsentiert eine Nahrungsquelle. Was war denn an der Pflanze? Nadeln. Es war ein Kaktus. Du ernährst dich von Nadeln? Gibt's da etwas, was du mir sagen möchtest, Sam? Ja, schon. Das kostet mich doch jetzt nichts, oder? Ich bemerkte etwas Sonderbares an meiner Topfpflanze. Ein Quell der Nahrung. Was war's denn? Es war eine Dose eines unbekannten kohlensäurehaltigen Getränks. Ich glaube, du brauchst eine Ernährungsberaterin, keine Therapeutin. Wie ihr seht, kann man also noch im Nachhinein einiges ändern. Nur das Büro sollte man nicht verlassen, dann endet der Traum nämlich. Ich bemerkte etwas Seltsames im Wasserspender. Ah, der Wasserspender, Quell der Erfrischung. Was war denn drin? Es schwamm eine dreckige kleine Ratte drin. Du empfindest Ratten unterbewusst als erfrischend? Na, das erklärt wohl, warum du in dieses Viertel gezogen bist. Ich bemerkte etwas Seltsames im Wasserspender.
Ein Quell der Erfrischung. Was war es denn? Es war ein riesiger, todbringender Revolver. Du findest Revolver unterbewusst erfrischend? Oh nein, absolut bewusst, ganz bestimmt. Ach, Max ist so toll. Ich liebe den kleinen Kerl. Über dem Schrank bemerkte ich eine Tafel mit Jesse James abgetrennter Hand. Also, das hast du ja wohl geträumt, oder? Ich bemerkte etwas Kurioses im Schrank. Ja, in Schränke tun wir Dinge, die wir verstecken wollen. Dinge, wegen denen wir uns schämen. Bitte, Sam, was ist in deinem Schrank? Ein ganzer Haufen Lotterielose. Interessant. Vielleicht hast du das Gefühl, dass du dein Geld nicht wirklich verdienst. Wohl kaum, Gnädigste. Da man zugrunde legt, dass wir bezahlt werden, um Leuten den Schädel einzuschlagen, müssten wir eigentlich Millionäre sein. Ich bemerkte etwas Kurioses im Schrank. Ah, etwas, dessen du dich schämst. Was war's denn? Eine Parkuhr. Eine Parkuhr? Warum würdest du dich wegen sowas schämen? Naja, die Parkuhr vor unserem Haus habe ich schon ein-, zweimal umgenietet. Genauer gesagt, jedes Mal, wenn wir da einparken. Ich bemerkte etwas Seltsames, das aus dem Rattenloch herauslugte. Ratten sind eine Plage. Sie repräsentieren etwas Beunruhigendes. Erzähl, was war in dem Loch? Ein Hotdog, das klingt... Es war ein Würstchen von unbekanntem Reifegrad. Ein Würstchen in einem Rattenloch? Nein, keine erkennbare Symbolik. Ich habe dort nichts Ungewöhnliches bemerkt. Warum erwähnst du es dann? Ich weiß nicht. Interessant. Na gut, und hier gibt es noch eine... Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, du hattest einen besonderen Gast. Wer war's denn? Es war Max. Ach ja, dein eingebildeter Freund. Wie bitte? Ich stehe direkt neben dir, Lady. In deinem Traum tat Max da irgendwas Ungewöhnliches? Naja, er leistet den Fahneneid zu einem bayerischen Volkslied. Ich schwöre Treue ewiglich, holla Radio. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Für Max nicht, nein. Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Es war Bosco, von Boscos Null Service Stop. Ah ja, zu ihm gehst du, wenn du irgendwas brauchst. Er repräsentiert deinen Vater. Bosco ist mein Daddy? Im übertragenen Sinne ja. Im buchstäblichen Sinne nicht, hoffe ich. In deinem Traum tat Bosco da etwas Besonderes? Er hat etwas sehr Unerwartetes gesagt. Mag sein, dass ich's nicht oft zeige, aber ich liebe dich, Sam. Jetzt geh und wasch mein Auto. Ja, genau das hatte ich erwartet. Merkt euch ich das. Merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Später gibt's nämlich noch etwas Lustiges zum Thema Bosco und Autowaschen. Ich war's. Du? Ich denke, du repräsentierst dich selbst. Ich hatte ja keine Ahnung, dass das möglich ist. Oh sicher, in der Psychoanalyse ist alles Verrückte möglich. Sag mir, hat dein anderes Ich irgendwas Unerwartetes getan oder gesagt? Nein, bloß das Übliche. Hi Sam, wie geht's? Gut Sam, und selbst? Könnte schlimmer sein. Faszinierend. Wie kommst du nur auf solche Sachen? Ich merkte, dass noch jemand im Zimmer war. Oh, wer war denn dein Gast? Das warst du. Ich? Ach du meine Güte. Oh, ich repräsentiere deine Mutter. Ah ja? Aber sicher, das Gefühl der Vertrautheit, der Sicherheit. Außerdem, irgendwo muss die alte Schachtel ja ins Spiel kommen. Lernt man schon im Grundkurs Psychotherapie. Aufschlussreich. Sag mal, in deinem Traum habe ich da irgendwas Komisches getan? Naja, du hast etwas Komisches gesagt. Undankbarer Hosenscheißer. Wegen dir habe ich 3 Wochen in den Wehen gelegen. Wow, es war deine Mutter. Ich hatte recht. Wie üblich.